es passiert nicht sehr oft, dass ich bei Musik weine. Aber zugegebenermaßen kann ich mich auch gut dann irgendwie meine Emotionen halten. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich als Kind mal geweint habe, als ich das Brahms-Violin-Konzert gehört habe. Das hat mich so erschüttert einfach. Aber auch manchmal, ich finde es auch sehr schade, dass die wirklich die Klassiker, die Musiker, die klassische Musik spielen, die ausschließlich auch klassische Musik hören, sagen, ja, Tschaikowski ist zu 0815 und das ist zu wenig fürs Intellekt, aber auch zum Beispiel Symphonien von Tschaikowski können so berührend sein. Also zum Beispiel die russische Romantik ist sehr, sehr gefühlvoll, sehr, sehr romantisch. Mich berührt alles. Ich habe vorgestern Frank Sinatra gehört und hatte Gänsehaut. Also es muss einfach emotional sein und eine, glaube ich, eine Botschaft haben. Und wenn die Botschaft dann ankommt und das im richtigen Moment, dann berührt mich die Musik.